You should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. The defeat was merely a delay. To the time after Oblivion opened, when the Sons of Skyrim would spill their own blood. But no one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawned, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Arnbjorn ist in Sicherheit und dafür habt ihr meinen Dank. Aber was ist mit dem Verrückten? Ist Cicero tot? Hervorragend. Ihr habt einmal mehr euer mörderisches Können unter Beweis gestellt. Wisst ihr, warum behaltet ihr Schattenmähne nicht noch etwas länger? Ihr ist ein edles Ross und wurde in letzter Zeit nicht annähernd so oft geritten, wie er es nötig hätte. Da dieses Problem mit Cicero nun aus der Welt geschafft ist, können wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren, Es bleibt nur noch ein Ziel, bevor wir gegen den Kaiser losschlagen. Habt ihr zufällig schon vom Feinschmecker gehört, sein Kochbuch gelesen? Es ist ziemlich berühmt. Der Feinschmecker soll bei einem besonderen Festmahl für den Kaiser kochen. Ihr werdet ihn töten, seinen Passierschein an euch bringen und die Rolle des Meisterkochs spielen. Festus ist für diesen Teil unseres Plans zuständig. Er steht kurz davor, die Identität des Feinschmeckers aufzudecken. Ihr solltet mit ihm reden. Vergesst nicht, wenn ihr tötet, schwingen wir damit alle die Klinge. Bruder, tötest gut und oft. Es war ein Selbstmordkommando. Das hat selbst Astrid gesagt. Und doch steht ihr hier?
bei bester Gesundheit. Ihr übertreibt. Wie könnte ich versagen? Ich bin schließlich nur ein kleines Mädchen. Welche Gefahr könnte ich denn bitte darstellen? Da seid ihr ja. Habt euch mit Cicero aber Zeit gelassen, hm? Also kommen wir zum Geschäftlichen. Astrid hat euch hoffentlich vom Feinschmecker erzählt. Genau. Aber erst müsst ihr herausfinden, wer er ist. Vorausgesetzt, es ist wirklich ein Er. Könnte ja auch eine Frau sein. Haha, und ob ich das weiß, und ob! Bei meinen Ermittlungen bin ich auf das hier gestoßen. Ein Exemplar des Kochbuchs des Feinschmeckers. Aber nicht irgendein Exemplar. Es ist signiert. Seht doch. Es scheint sich um eine Botschaft des Feinschmeckers an einen gewissen Anton Viran zu handeln. Ich habe Viran in der Festung von Markarth aufgespürt. Scheinbar ist er dort Koch. Ich glaube ja. Deshalb sollt ihr von Viran in Erfahrung bringen, wer der Feinschmecker wirklich ist und wo er sich befindet. Ach ja, und sobald ihr mit Viran fertig seid, bringt ihr ihn um. Man soll immer hinter sich aufräumen. Danach müsst ihr... Hört ihr mir eigentlich noch zu? Wie gesagt, ihr müsst natürlich den Feinschmecker töten. Aber ihr braucht außerdem auch seinen Passierschein, damit ihr seinen Platz einnehmen könnt. Oh, und nach Möglichkeit solltet ihr seine Leiche verstecken. Je länger es dauert, bis seine wahre Identität herauskommt, desto besser. Und jetzt fort mit euch. Niemand kennt seine wahre Identität. Nun ja, niemand außer Gaius Maro und... um den habt ihr euch ja bereits gekümmert. Ich weiß, dass der Feinschmecker in Hochfels eine Ausbildung in traditioneller bretonischer Küche erhalten hat. Dort muss er Anton Viran begegnet sein. Jedenfalls teilt unser anonymer Koch seine Leidenschaft fürs Essen mit ganz Tamriel. Und diese Anonymität wird sich für den Kaiser als fatal erweisen. Erlesener Geschmack. Das erschien vor einigen Jahren und wurde fast über Nacht zu einer Sensation im ganzen Kaiserreich. Die Rezepte wurden als praktisch wie auch dekadent gepriesen. Ich habe selbst einige der Gerichte des Feinschmeckers gekocht. Sein Hammelbraten mit rot-wardonischer Beerensoße schmeckt zum Sterben gut. Aber von seiner Schokoladenpastete bekomme ich Durchfall. Ja, auf Befehl seines Vaters hat Gaius Maro den Feinschmecker vor Monaten nach Himmelsrand kommen lassen. Als Leibkoch des Kaisers. Doch der Kaiser hat sein Kommen in letzter Minute abgesagt. Maro hat den Feinschmecker klugerweise hier behalten. Nur für alle Fälle. Und so kommt es, dass der Feinschmecker immer noch auf seinen Einsatz wartet, irgendwo in Himmelsrand versteckt. Er muss sich wie ein Gefangener fühlen. Aber ihr werdet es richten. Nicht vergessen, die Festung Markarth. Dort findet ihr Anton Viran.
zum 100. Male. Ich bin Bretone. Ich wurde in Hochfels geboren und dann bin ich hierher gekommen. Ich komme nicht aus Reach. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Der Feinschmecker? Keine Chance. Ich weiß nicht, was euch hierher geführt hat, aber ich werde das in mich gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. Ich nehme das Geheimnis der Identität des Feinschmeckers mit ins Grab. Die dunkle Bruderschaft? Jetzt wartet doch mal, nicht so hastig. Mein Freund würde doch sicher nicht von mir verlangen, mein Leben in Gefahr zu bringen. Oder? Also, sein Name ist Balagok Gronolob. Er ist ein Ork. Der Feinschmecker ist ein Ork. Er ist im Gasthaus zum Nachtor. Mehr weiß ich nicht. Und jetzt lasst ihr mich gehen, oder? Gut, in Ordnung. Wunderbar, gern geschehen. Dann mache ich mich mal auf. Ich will euch etwas anvertrauen. Wir haben ein Mordkomplott gegen den Kaiser aufgedeckt. Und es kommt noch dicker. Der Kopf dahinter ist jemand aus der Nase. Was auch immer es ist, ich kann ganz sicher nicht helfen. Ich mache hier nur Urlaub.
etwas spricht sich wirklich schnell herum, nicht wahr? Aber allein gegen 20 Gegner. Am Ende habe ich mich auf die natürlichen Waffen einer Frau verlassen. Schönheit und Verführung. Der Rest war reine Formsache. Wenn auch eine ziemlich nasse, schmutzige Formsache. Aha, der verlorene Mörder kehrt zurück. Und? Was ist mit dem Feinschmecker? So viel habe ich verstanden. Wie es scheint, ist ein gewisser Ork verschwunden. Das heißt, ihr habt den Feinschmecker nicht nur getötet, sondern auch noch die Leiche entsorgt. Ah, und den Passierschein habt ihr auch. Vorzüglich, vorzüglich. Ah, und aus Markarth hat uns die Nachricht erreicht, dass der Koch der Festung vorzeitig von uns gegangen ist. Ihr habt eure Pflichten gewissenhaft erfüllt. Ich habe euch wohl unterschätzt, wie es aussieht. Vielleicht haben wir das alle. Hier ist euer Lohn und noch eine Kleinigkeit von mir. Seht es als eine Art Entschuldigung an, dafür, dass ich so verdammt miesepetrig war. Dies ist der Ring des Nachtwebers. Ich habe ihn jahrelang getragen. Jetzt sollt ihr ihn haben. Er wird eurer Magie und euren Schleichkünsten etwas auf die Sprünge helfen. Jetzt solltet ihr euch besser beeilen und Astrid aufsuchen. Es wird Zeit. Zeit für die letzte Phase dieser grandiosen und glorreichen Operation. Grüße, Bruder. Es ist also vollbracht. Ihr habt den Feinschmecker getötet. Und nun ist Titus Mede der Zweite so gut wie tot. Oh ja, und ich habe entschieden, dass euch diese Ehre zufallen soll. Oh, ich habe größtes Vertrauen in eure Fähigkeiten, glaubt mir. Lasst uns beginnen. Begebt euch nun zum Schloss Elend in Einsamkeit. Zeigt dort dem leitenden Offizier, Kommandant Maro, euren Passierschein. Ihr erinnert euch sicher an ihn. Ihr werdet freien Zugang zu den Küchen und anschließend auch zum Kaiser erhalten. Ihr gebt euch als Meisterkoch aus. Also wird es euch ein leichtes sein, sein Mahl zu vergiften. Hier, benutzt das hier. Es handelt sich um eine Jarinwurzel. Nur ein kleiner Bissen und die Wirkung tritt sofort ein. Der Kaiser wird Cetis dienen, bevor er überhaupt merkt, dass er tot ist. Sobald Mede tot ist, flieht er durch die obere Tür und dann über die Brücke. Ich habe veranlasst, dass sie unbewacht ist, sobald der Alarm erklingt. Geht jetzt. Geht und erfüllt euer Schicksal als Zuhörer. Es handelt sich um eine seltene Pflanze, die man nur auf der Insel Stros-Mekai findet. Sie kann wie jedes andere Gemüse serviert werden, aufgeschnitten als Salat oder in einem Eintopf gekocht. Bereits ein kleiner Bissen führt zu einem beinahe sofortigen Tod. Also, denkt nicht einmal daran, sie zu probieren. Es bedurfte unzähliger Gefälligkeiten, Bestechungen und Erpressungen, aber es ist mir gelungen, eure Flucht zu arrangieren. Befolgt einfach meine Anweisungen und die dunkle Bruderschaft wird wieder auf dem richtigen Weg sein. Und das nur dank euch, Zuhörer. Tötet gut und oft.
alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen. Stehen geblieben. Der Turm darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Was ist denn das? Bestellung dieser Größenordnung. Besitzer dieser Papiere. Der Feinschmecker. Bei Azura. Der Feinschmecker. Es tut mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Wir wussten nicht, womit wir rechnen sollen. Ihr seid anders gekleidet, als ich erwartet hätte. Aber lasst euch bitte nicht aufhalten. Geht direkt durch in die Küche. Jana, die Burgköchin, erwartet euch schon ungeduldig. Nicht noch eine Lieferung. Ich habe doch gesagt, dass wir alles haben. Legt es dort ab und verschwindet. Der Feinschmecker? Oh, endlich! Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass der Feinschmecker für den Kaiser kochen sollte. Es ist nur... Nun, ich möchte nicht enttäuscht wirken, aber... Ich hätte nie gedacht, dass der Feinschmecker ein Kaiserlicher ist. Ich hatte mir etwas Exotischeres erträumt, vielleicht... Oh, nun, das seid ihr nicht. Ihr müsst eine Kochmütze tragen. Dort im Regal ist eine. Ohne könnt ihr einfach nicht kochen. Blick. Ausgezeichnet. So habe ich es mir vorgestellt. Oh, ja, aber natürlich. Der Kaiser wünscht sich euer berühmtestes Gericht. Die Portage le Magnifique. Ich habe schon mal angefangen. Aber im Kochbuch steht nicht viel und jeder kocht das Gericht anders. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn wir es auf die besondere Art des Feinschmeckers zubereiten könnten. Die Brühe ist bereits gekocht. Wir können sofort beginnen. Welche Zutat kommt als nächste? Oh, wie dekadent. Darauf wäre ich nie gekommen. Und jetzt? Ah, natürlich. Das hatte ich schon erwartet. Wirklich? Oh, ich verwende Nirnwurz auch immer als spezielles Aroma. Oh, eine wunderbare Idee. Gut, was nun? Orca, sehr köstlich. Gibt es überhaupt jemanden, dem das nicht schmeckt? Tut mir leid, ich wollte nicht abdriften. Also, eine Tasse gewürfeltes Orca-Fleisch. Der Eintopf scheint fertig zu sein. Wenn wir noch etwas hinzufügen, schwächen wir die Aromen ab. Also, ist es das? Oh, was ist das? Eine Art Kraut? Seid ihr sicher? Die Portage schmeckt schon perfekt. Jede weitere Zutat könnte... Hey, tut mir leid. Natürlich, das ist immerhin euer berühmtestes Rezept. Gut, eure geheime Zutat ist drin. Und wenn ich es mal so sagen darf, es war eine Ehre, ein Gericht mit dem besten Koch des gesamten Kaiserreichs zuzubereiten. Ich trage den Eintopf und führe euch hoch zum Speisesaal. Ich bin mir sicher, dass der Kaiser und seine Gäste euch nun endlich kennenlernen wollen.
bisschen nervös, nach allem, was geschehen ist? Meint ihr die Hochzeit? Der scheinbare Mord an meinem Cousin. Ein bedauerliches Missverständnis, mehr nichts. Kalter Met, heiße Gemüter. So etwas passiert. Nicht da so sind sehr. Wir. Doch andererseits. Ich bin nervös. Wir gehen gleich rein. Bitte, ich bediene. Ihr steht einfach da und seid umwerfend. Ja, das ist eine unglückliche Wendung, aber ein Einzelfall. Aber mir wurde versichert, dass die Schuld einzig und allein beim Sohn des Mannes liegt. Wir sind in absolut keiner Gefahr. Einen Kaiser zu töten kann nützlich sein, aber sich mit einem anzufreunden, das ist wirklich von Vorteil. Und da stimmen mir doch sicherlich alle zu. Ah, da sind wir. Geehrte Gäste, darf ich vorstellen? Der Feinschmecker. Ach, diese Suppe. So köstlich, meine Freunde. Als Kaiser steht mir natürlich das Recht der ersten Portion zu. Oh, wie wunderbar. Einfach köstlich. So hatte ich es mir erhofft. Da stimmt was... nicht... Der Feinschmecker und der Koch haben den Kaiser vergiftet. Ergreift sie! Was? Dieser Mann war der bei weitem nervigste Köder, den der Kaiser je eingesetzt hat. Ich bin froh, dass er tot ist. Ah, aber ich freue mich noch mehr, dass ihr ihn getötet habt. Ihr, ein Attentäter der Dunklen Bruderschaft, habt gerade einen Anschlag auf den Kaiser durchgeführt. Und ihr hättet Erfolg gehabt, wäre es der echte Kaiser gewesen. Überrascht? Ging mir auch so, als ein Mitglied eurer Familie mit dem Plan zu mir kam. Wir haben ein Geschäft gemacht, wisst ihr? Einen Handel. Ich bekomme euch und die Dunkle Bruderschaft darf weiter existieren. Aber wisst ihr was? Ich habe es mir anders überlegt. Wie wäre es damit? Ich töte euch und schlachte alle eure armseligen kleinen Freunde ab. Eure Zuflucht wird gerade verwüstet, damit ihr wisst, was ich von diesem Geschäft halte. Ihr habt meinen Sohn getötet, ihr alle, und jetzt bezahlt ihr dafür. Tötet ihn und sorgt dafür, dass nichts übrig bleibt, was man beerdigen könnte. Ihr hättet mir... Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Was wird denn? Ich bin fertig, wie? Selbst dumme Köpfe, Kerl.